Kanalpiraten ahoi! Meuterei im Bennohaus lautet das Motto des Osterferienprogramms in diesem Jahr. In der ersten Ferienwoche drehte sich alles rund ums Thema Piraten und Seeräuber. Die 20 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sind zwischen 6 und 14 Jahre alt. Am Montag haben sie an verschiedenen Stationen den Umgang mit der Kamera erlernt. Unter der fachkundigen Anleitung der erfahrenen Medientrainer von EASY, Raum für Medien, konnten sie das Erlernte in verschiedenen Projektgruppen praktisch umsetzen. Getreu dem Motto Kanalpiraten Ahoi haben einige Kinder einen Film erstellt, in dem gezeigt wird, wie man ein Papierschiff faltet. Ein weiteres Filmteam produzierte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das perfekte Piratenkostüm. Die Darsteller geben dem Zuschauer nützliche Schmink- und Verkleidungstipps, die sie zuvor selbst getestet haben. Ein Höhepunkt war der Besuch eines Piratenexperten von der Wasserschutzpolizei Münster. Bei den Vorbereitungen für ihren Gast Guido Kemper legten sich die kleinen Seeräuber mächtig ins Zeug. Sie bastelten eifrig passendes Dekorationsmaterial zum Thema und bauten die Kulissen auf. Die Nachwuchsreporter bereiteten sich mit Fragekarten gewissenhaft auf ihr Interview mit dem Wasserschutzpolizisten vor. Im Verlauf der Woche wurden außerdem thematische Kurz- und Trickfilme sowie Piratennachrichtensendungen und Werbespots erstellt. Die 8 Medientrainer und Medientrainerinnen stehen den Minifilmemachern bei ihren Projekten mit Rat und Tat zur Seite. Im Bürgerhaus Bennohaus erlebten die Kinder und Jugendlichen eine spannende Ferienwoche und lernten gleichzeitig spielerisch den Umgang mit Medien.